Eine schöne Auslegung, liebe Schwestern und Brüder, dieser dramatischen Geschichte zwischen Saul und David liefert uns Maximus, der Bekenner, wenn er Folgendes schreibt: Jeder, der aus Neid den hasst und in übler Weise verleumderisch ins Gerede bringt, der sich in den Kämpfen der Tugenden befindet und durch den Überfluss des Wortes der geistlichen Erkenntnis mächtiger ist, der ist Saul, wie er von einem bösen Geist bedrängt wird und den Ruhm des Überlegenen nicht erträgt, welcher im Glück der Tugend und Erkenntnis besteht. Zudem gerät er deshalb noch mehr in Raserei, da er nicht Hand an seinen Wohltäter legen kann. Oft aber schickt er in schroffer Weise selbst den geliebtesten Jonathan fort, nämlich den eingepflanzten Gedanken des Gewissens, da er den ungerechten Hass ans Licht bringt und offen die Verdienste des Verhassten darlegt. Fordern auch wir den geistigen David auf, die Harfe der geistlichen Beschauung und Erkenntnis in unserem Gebet erschallen zu lassen, wenn er von den materiellen Dingen erfasst wird, und den bösen Geist der materiell gesinnten Hinwendung zur Sinnlichkeit zu vertreiben, damit wir das Gesetz geistig zu verstehen, den darin verborgenen Sinn in mystischer Weise zu finden und zu einem Schatz zu machen vermögen, welcher ausreicht als Wegzehrung zum ewigen Leben.